Ja, Timo, heute Testspiel beim aktuellen Tabellenführer der zweiten Liga Darmstadt. Endergebnis 1:3. Wie ist dein Eindruck heute vom Spiel gewesen? Es war ein sehr guter Test für uns gegen eine Mannschaft, die in der ersten Halbzeit mit der besten Mannschaft gespielt hat, mit den besten Elf. Ich denke, dass die am Wochenende auch gegen den HSV so spielen werden. Man hat schon gesehen, dass das eine hohe Qualität ist in der Mannschaft von Darmstadt 98. Aber wir haben es sehr, sehr gut gemacht. Wir haben gegen den Ball ordentlich gestanden. Wir wollten ein bisschen tiefer stehen, haben das wirklich sehr gut gemacht. Und ärgerlich sind schon die drei Tore, weil ich glaube, die drei Tore waren auch vermeidbar. Aber nochmal, wir lassen die Kirche im Dorf. War ein sehr guter Test von uns. Alle Spieler sind zum Einsatz gekommen. Es hat sich keiner verletzt. Und jetzt fahren wir mit allen gesunden Spielern wieder zurück. Ja, die Vorbereitung neigt sich langsam schon dem Ende zu. Wie lautet so dein Fazit zur bisherigen Vorbereitung? Ja, ich glaube, dass die Vorbereitung allgemein sehr chaotisch war. Wir konnten aber unsere Trainingsblöcke komplett machen, egal ob wir jetzt mal 10 Mann im Training waren oder 15. Corona hat uns da nicht nach hinten geworfen, aber klar, von den Einheiten im Training war es immer schwierig, aber wir haben, wie gesagt, die Blöcke sehr gut durchgezogen und die Jungs sind in einem sehr guten Zustand und von daher war es ein bisschen problematisch, weil wir nicht immer alle an Bord hatten, aber trotzdem haben wir alles durchgezogen und ich glaube trotzdem, alle Gegebenheiten, wie es war, haben wir es gut gemacht. Wie sehen jetzt noch die restlichen Tage aus, bevor es nächste Woche weitergeht in der Liga? Ich habe dich leider nicht so verstanden. Wie sehen noch die restlichen Tage aus, jetzt bevor es nächste Woche weitergeht in der Liga? Ja, wir werden morgen ein Spielersatztraining noch machen, für die jetzt nicht so viel gespielt haben. Dann werden wir Donnerstag, Freitag normal trainieren. Dann hoffen wir, dass wir am Samstag noch spielen können. Aber es ist wirklich sehr, sehr schwer, auch die vom Wetter her. Viele Plätze sind gesperrt und deswegen, wir sind da noch im Tun und im Machen und wir hoffen, dass wir am Samstag noch spielen können. Aber das können wir Stand jetzt noch nicht sagen. Okay, danke. Gerne.